So, ich bin immer noch unschlüssig. Wir haben hier diese Hebels. Aber wir haben auch noch am Eingang dieses eine Gebiet, was wir noch nicht erkundet haben. Da wurde ich kurz unterbrochen, Leute. Ich hoffe, mein Mikro ist jetzt wieder an derselben Stelle wie vorher. Und das hört sich jetzt nicht anders an. Also, wo war ich stehen geblieben? Wir haben am Eingang. Nein, ich wollte ja eben nicht runter. Wir haben am Eingang noch diesen einen Gang, den ich noch nicht erkunden haben getun. Das war jetzt ein komplett richtiger Satz. Grammatikalisch und sinntechnisch. Warte mal. Eine rein rationale Frage. Wir haben hier eine Türe, die wo genau hinführt? Egal. Wir haben am Eingang noch diesen einen Pfad, den wir noch nicht gegangen sind. Ich gehe mal kurz hin. Ja, dieses Level ist sehr lauflastig. Deswegen schneide ich da gerne. Ah, und der Pfad führt hier hin. Und da sind schon zwei Gorillas. Also den ersten, den können wir hoffentlich ohne Probleme besiegen. Der zweite sollte sogleich folgen. Da ist er. Komm schon. Lara, du lässt dich doch nicht von so einem scheiß Gorilla hier klein kriegen. Boah. Das war happig. Das war happig. Da oben ist ein Medipack. Höre ich einen Gorilla oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, das bilde ich mir ein. Ich hoffe es. Für den Gorilla. Da sieht man es schon wieder. Lara geht immer so ein Stückchen vorwärts und gerade auch zur Seite, wenn man springt. Warum sie gerade zur Seite geht, weiß ich nicht. Aber ist ja auch egal. Wir könnten jetzt hier schon einen. Ja, nee, ich zeig's euch jetzt schon. Wenn wir hier entlang gehen, sind wir bei Midas. Und zwar nur bei seinen Füßen. Denn für mehr war kein Platz in dem Raum. Ist tatsächlich die Hintergrundgeschichte. Die Entwickler wollten oder so. Hätten am liebsten eine ganze Midas-Statue gebaut, aber es war nur Platz für die Füße. Ja. So, und hier ist auch schon das erste Secret, was ich sammeln will. Genau, hier im Gebüsch. Ich hätte es wahrscheinlich, hätte ich es ohne Walkthrough, ich hätte es so übersehen einfach. Hier im Gebüsch ist ein Hebel versteckt. Ziemlich gut, wie ich finde. Und hier. Yay, wir haben das Secret, aber ich möchte gerne das Secret auch einsammeln. Ja, Leute. Diese Türen, ne? Ich weiß nicht, wie sie ticken. Ich will speichern. Ich will speichern. Jetzt schon. Ist es so eine kluge Idee, jetzt schon zu speichern? Wisst ihr was, Leute? Wir machen es heute ganz durcheinander. Wir machen jetzt erst einmal. Wir machen jetzt erstmal was anderes. Und das Secret, das verschwindet ja nicht. Ich wirklich mit 5 Saves haben wir pro Level. Genau, 4 eigentlich, weil einen verschwendest du gleich immer am Anfang. Mit 4 Saves pro Level, man muss es sich wirklich einplanen. Ich glaube, es gibt bessere Zeitpunkte zum Speichern als jetzt. Deswegen, nein. Wir machen das Secret natürlich noch. Nur ich will da jetzt noch nicht speichern. Ich verknüpfe das Ganze mit dem anderen Speicherstand, den ich dann eh machen will. Oder machen, ja doch machen will. Müssen tut man es gar nicht, aber. Ich will doch noch was zeigen. Kenner wissen jetzt schon, was ich zeigen wollen würde, Tuttentun. So. Hier haben wir so Zeichen über den Türen. Y, Omega, 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 Omega. Hier haben wir unbekannt Omega, Y, Omega.
Und das geht bei jeder Tür irgendwie so. Sieht man alles ganz gut von oben und das referiert zu den Hebeln, die man drücken muss, um diese jeweiligen Tür oder ziehen muss, um diese jeweiligen Türen zu öffnen. Jetzt weiß ich nicht, steht Y für unten oder für oben? Das einfachste Beispiel ist da ganz links zu sehen, ja? Da steht Y, Omega und also Y Firma Omega. Wenn Y unten ist, dann müsste ich ja theoretisch nur einmal nach unten ziehen, um das Ding zu öffnen, oder nicht? Ich meine, was gehört zu haben. Ja, Y heißt, Hebel muss gezogen sein. Ich merke mir es jetzt einfach mal, Y steht für Yes! Yes, zieh diesen Hebel! Ja, ich weiß jetzt allerdings nicht, was hinter diesem Tor. Also es ist kein Tor, es ist eine Tür. Was hinter dieser Türe. Hinter dieser Türe ist. Wisst ihr, da haben wir uns gleich mal das Schönste ausgesucht. Ein Raum mit Feuer. Hier werden wir definitiv speichern, Leute. Das wollte ich. In diesem Raum wollte ich definitiv speichern. Ich will vorher die Ratten töten. Da hinten ist noch. Genau. So, die. Weiß nicht, ob es noch mehr gibt hier. Ich will gerne hier einmal rumschwimmen und sehen, ob wir irgendwelche Items hier drin liegen haben. Vorne. Das ist nur ein Riss in der Wand. Hier ist auch nichts. Es ist wahrscheinlich eh nur das Game Over Becken, aber man kann ja auch hier Items verstecken. Und dieser Raum, ne, der sieht im Remake so anders aus. Ich habe übrigens auch Vergleichsbilder gesehen dann, weil ich das Remake zu 100% durchgespielt habe. Also die späteren Level, ich habe da ab und zu mal ein Vergleichsbild gesehen von. Ich kenne einzelne Screenshots der späteren Level. Das heißt, 100%ig blind sind sie auch nicht. Leider. Okay, wir speichern. Slot 13. Komm, drück schon. Ja, aber es ist nötig, denn ich habe echt die Befürchtung, dass ich das nicht aufs erste Mal schaffe. Die Sache ist folgende: Wir stehen hier auf einer Platte und wir müssen diesen Parcours am Stück schaffen, denn dann sonst gehen die Flammen wieder an. So, und einmal noch. Seht ihr? Wir könnten jetzt zurücklaufen, aber warum laufen, wenn man laden kann? Das macht keinen Sinn, merkt ihr? So, wir machen es einfach auf. Ein. Ich halte die Sprungtaste gedrückt und ja. Wie macht man das? Wie macht man das? Ich glaube, man darf sich nicht festhalten. Das wäre das Todesurteil. So. Zack. Nein, das ist falsch. Okay, wann muss ich springen? Wann muss ich springen? Ich muss springen. Genau jetzt schon. Komm schon. Das war zu spät. Das war allen Ernstes zu spät. Wann muss ich springen? Das ist zu früh gewesen, eindeutig. Ich verwende das Laden jetzt nur, weil es schneller geht. Ich kann jedes Mal theoretisch zurückschwimmen. Also falls hier irgendwer die Tode mitzählt, nein. Das wäre blödsinnig, da jetzt weiterzumachen. Falls hier irgendwer die Tode mitzählt, das zählt natürlich jetzt nicht dann, ne? Ist klar, ich würde natürlich. Okay, ich habe die Befürchtung, man kann das gar nicht an einem Stück schaffen. Wir machen es jetzt einfach so. Wir rennen. 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 Okay, das war ein bisschen suboptimal. Wir rennen. Rennen. Noch einmal. Genau. Und fangen bloß nicht an zu brennen. Verlieren langsam Leben. Das Lustige ist, wir brennen nicht. Aber das war mir zu viel Leben verloren.
Leute, so spiele ich übrigens, wenn ich immer speichere. Es war mir zu viel Leben verloren, Leute. Nein. Das muss man am Stück schaffen, Leute. Am Stück. Ich glaube, anders geht das gar nicht. Ich laufe ein wenig die Diagonalen aus, in der Hoffnung, das klappt. Ja, es hat geklappt. Okay, keine Ahnung wie, aber es hat geklappt. Und hier haben wir... Was ist das denn? Was ist das denn? Lead Bar. Ein Eisenbarren. Nein. Ein Bleibarren. Anders hier. Ein Bleibarren. Leute. Ja, wofür braucht man denn einen Bleibarren? Keine Ahnung. Also noch wissen wir es nicht. Bleibarren. Ja, du sollst nicht zurückschwimmen, Lara. Ja, das Rätsel wird sich noch klären. Ich habe nämlich noch nicht erklärt, was mir das kann. Und das hat was damit zu tun. Kommen hier neue Gegner. Ja. Ich höre jetzt die Musik, aber wisst ihr, ich habe sie halt nicht von Anfang an gehört. Ich habe mir nur gedacht, kommen Gegner. Ich muss sie riechen quasi. Ich kann sie noch nicht mal hören, ich muss sie riechen. Ich muss auf meine Instinkte vertrauen. Sonst, ja, wird das nichts. So, aber hier hoch sollten sie nicht kommen. Also wir sind erstmal safe. So, wir machen alles wieder in Ausgangsposition. Ich strecke mich mal kurz. So. Muss sein, Leute, muss sein. Gymnastik beim Let's Playen. Oh, hier kommt wieder die andere Musik. Die passt gerade irgendwie so gar nicht rein. Naja. Also, wir haben dort unbekannt YY. Also YY stellen wir erstmal ein, wissen wir, ist runter. Vorausgesetzt, es ändert sich nicht von Tür zu Tür, aber ich glaube nicht. Okay, jetzt schauen wir, ist es schon offen? Wenn ja, dann ist es erst halt einfach ein Omega gewesen. Ja, es ist schon offen. Okay, das ist doch gut. Das freut mich doch sehr. Jojo. Ich hoffe, mitzusingen. Das will eh keiner hören. Ja gut, was ist denn hier drinnen jetzt? Ach, dieser Raum. Ja, dieser Raum, Leute. Ah, hier rum. Hier unten ist ein Gegner. Es war zumindest im Remake so. Nicht? Okay. Hier sieht aus wie ein Podest. Wir müssen die Säule ziehen. Und die Sache ist, dieser Raum ist technisch limitiert quasi. Denn ihr seht nicht, wie hier nichts passiert. Wartet. Ihr habt oben den Raum gesehen, ja? Er wird jetzt ein bisschen anders aussehen. Und der Trick dabei ist, man darf nicht hinsehen, während er sich verändert. Also, das mussten die Entwickler verhindern. Denn diese Engine, in der es programmiert wurde, konnte das nicht darstellen, wie sich ein Raum verändert live. Das war ziemlich billig. Also ich glaube, das wäre auch damals schon besser gegangen. Wenn ich weiß ja nicht, aber ich wirklich weiß es nicht. Aber ich glaube, das hätte man schon damals besser machen können. Okay, aber Eisenbarren, ich sag Eisenbarren, Bleibarren. Einen Bleibarren haben wir noch nicht gefunden. Einen Bleibarren haben wir einfach noch nicht gefunden. Das liegt daran, dass der da oben liegt, kann das sein? Oder auf der anderen Seite des Raumes gleich. Okay, wie komme ich da runter? Oh Gott. Wisst ihr, wie tief das ist? Wisst ihr, wie viel Leben uns das ziehen kann? Ja, ich will es gar nicht wissen. Ich gehe mal von etwas weiter weg.